神羅転生。So, ach, du bist Stress haben. Den kriegst du gerne. Fahren wir erstmal nach ganz oben, würde ich sagen. Wo geht's hier? Oh, ein Eiserpilz, was wohl? Was hat der Eiserpilz jetzt gemacht? So. Ein Arschtritt für dich. Ey, das war frech. Auf. Ja, spring volle Kanne rein. Logic. Nein. Und die Pilze wieder auf. Mal drauf. So. Und was steht hier? Borovik, wenn ich jemals wieder Pilze in meinem Sumpf sehe, stehe ich vor. Nehme ich zurück und. Ja. Was, wenn er jemals wieder Pilze in seinem Sumpf sieht, dann was? Da war ich gerade zu voreilig. Stehe ich von hier auf und nehme dich mit zurück. Ah, Leben. Nö. Ja, das Steckplatte kann ja nicht Steckplatte sein. So, und wer bist du? Bist du Bologna? Was wir hier, Borovik? Stina, ist denn überall? Es ist gefährlich. Deshalb bin ich hier auch so hochgeklettert. Hier oben bin ich sicher. Warum bist du überhaupt in unser Land gekommen? Mama hat mich geschickt, um Gras zu pflücken. Ich habe sogar mehr gefunden, als es gebraucht hat. Aber ich kann nicht in mein Dorf zurückgehen. Borovik hat den Weg blockiert. Ich habe gehört, er macht das nur, um Borovik zu ärgern. Darunter leidet nicht nur Bolotnik, sondern auch der Rest von uns. Ich komme zurück, wenn ich einen Weg ins Dorf gefunden habe. Ah, Borovik ist ein Pilz. Hey, du, die Straße ist gesperrt. Ist das nicht so offensichtlich? Ich habe nicht vor, mit ihrem Streit mit Bolotnik zu tun. Meine Mutter will, dass ich reinkomme, also komme ich rein. Bewundernswert, dass du Durchhalte von mir könnt. Nun, ich bin Borovik, der Geist des Waldes. Ich führe alle Pilze hier, aber du hast keinen Diener, der mich erreichen kann. Bist du sicher, dass du mich beschlagen kannst? Man kann es mal probieren. Nun, es ist unwahrscheinlich, dass du in der Lage sein wirst, mich zu fangen. Okay. Okay, gut. Ja, so kann man wenigstens mal gucken, was der so für Movesets drauf hat. Warum zieht der so fucking viel? Jeez. Aber immerhin ist er fair. Er hat mich gewarnt. Ja komm, ich will sterben. Aber immerhin weiß ich ein bisschen, was er drauf hat schon. Hochland, naja. Oh, Kacke. Also, das heißt immer speichern, bevor man stirbt. Okay, gut zu wissen. Ah, Kacke. Aber gut. Gut zu wissen, bei jedem Scheißbrunnen einmal speichern. Oh, ich habe jetzt nicht mal mehr meinen Vertrauten. Nee, den hole ich mir erstmal wieder zurück. Das ist ja schrecklich. Scheiß auf das Amulett, ja, aber meinen Vertrauten will ich schon haben.
Aber immerhin weiß man, wie man jetzt weiter vorkommt. Gefährlich aus, aber kann nichts dabei. Ja. Das ist Selbstmordspieler. Es sei denn, du bleibst hier. Du kommst zu der kleinen Spinne. Also überall, wo diese Totenhöfe sind, kann ich nicht runterspringen, aber anderswo schon. So. Ja, das war ein Fehler. Ah, ich glaube, den Fehler kann man wieder ausbügeln, indem man hier mal reingeht. Ja. Ich will wissen, was in der Truhe drin war. So. Erstmal ein bisschen Geld sammeln wieder. Oh Gott. Und so. Das Gold ist wichtig. Mhm. Damit kann ich mir ein Amulett kaufen und so weiter. Und so fort. Sommer. So. Eine Sphäre. Ja. Une sphère de la des élus. Pour plus vite, maximum. Sehr schön. Wie? Ich glaube, aber ja gut, das sieht man auch, mein Leben hat sich weiter erweitert, ja. So. Dann geht's wieder hier lang. So. Back ins Rückgrat rein. Oh ja. Speichern? Ja, definitiv. Aber ich weiß, wenn ich nicht speichere, dann geht's böse aus. Mann, hätte ich das früher gewusst. Ah ja, ich brauche jetzt mal den Anhänger. Stimmt, richtig. So. Einfach freigefunden. Naja, außer sich rein nicht. Nee, da muss ich nicht hin. Ah, der spuckt hier durch die ganze Map. Dieser eklige. So, ab in das Haus rein. Wir hatten ja schon geredet. Naja. Kennt man schon. So. So. Neuer Tagebucheintrag. So. Ich schicke jetzt meine Spinner richtig die ganze Zeit vor. Oh ja. Ich kann mich baden in den weißen Perlen.
Nein. Hör drauf. Frech. Ah, immerhin noch eine Goldmünze abgeschraubt. Oh ja. War ich schon hier drüben? Kaboom. Achso. Ah, okay, gut, hier geht's. Ja, hier geht's zu den Pilzen, da bin ich aber noch nicht hin. Zum Endboss, oder was heißt Endboss? Zu dem einen Boss. Diese Melodie ist einfach so schön. Hier ging es doch noch irgendwo weiter. Reingeschossen. Ein Amulett. Das ist das Amulett von Triglav, dem schwarzen Pferd der Götter, gefunden. Stärke und Geschwindigkeit steigen mit Level des Amuletts. Das ist doch sehr gut. Ein Amulett gefunden, noch ein Amulett gekauft. Nun bin ich hier durchgekommen. War ich hier schon mal rechts? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, den habe ich ja komplett gewonnen-hittet. Okay, den kann ich nicht einfach. Wo bin ich jetzt? Ah, da, wo die Maus ist. So. Okay. Sehr schön. Gar nicht so schlimm, da mal runterzufallen wieder. Die Katze hat mich jedoch irgendwo hingelegt. Verstehe ich bloß nicht. So. Ne, ich bin ja wieder hier an der Stelle. Okay. Dann wieder die Blümchen rauf. Ui. Hops, hops. Und Lesion. Ah. So, so, so. Erstmal den Pilz wieder in den Folgen mitgeben. Mal kurz den Zwischenspeicher. Kann man machen. Wie ich hier lang komme, weiß ich immer noch nicht. Scheiß Dorn. Okay. Brauche ich doch nicht. Jetzt brauche ich nicht zu speichern. Was passiert, wenn ich wieder zum Boss gehe und dann sage, nein, ich bin nicht stark genug? Schmeißt du mich dann einfach raus, oder?
Nee, die Silbermünzen. Ich weiß es. Achso. Ich wollte gerade sagen, Kacke, aber nee, ist ja nicht so dramatisch, wenn ich runterfalle. Nein. Nein, hat den Mund geschossen. So. Ich habe zwar kaum Leben verloren, aber trotzdem. Immer ist alles gut. Wenn alles voll ist, ist alles, will ich, fühle ich mich sicher. Vielleicht sollte ich aber auch mal aufhören, immer in das Ding so reinzubringen. Gut, dann geht's hier weiter. Das ist eigentlich ganz gut zum Geld farmen. Vielleicht kriegt man aber noch ein Amulett, damit man schneller Geld bekommt. Und tschüss. Ah, okay, hier kann ich rein und ich vergesse. War ich schon hier oben lang? Ich weiß es gerade schon gar nicht mehr. Leben! So viel Leben! Oh, hier ist eine Rose. Sie haben ein Tool, ich gerade gefunden. Siehe die Seite Schlüsselobjekte für weitere Details. Schlüsselobjekte. Da brauche ich das nicht für. Genau. Und wir und ich sind zusammen aufgewachsen. Wir sind als Kinder alle Waldwege abgegangen und kannten alles über diesen Ort. Ich muss ihn bei der Xei halten, das tut ich Kraut, seit ihr irgendwo in der Nähe gewachsen. Ich muss 3 Büsche davon finden. Sehr schön. Ich hab ihn weggeschlagen. Egal, ich lebe. Dann wieder hier hoch. Pilz. Aber ich will mal jetzt hier lang. Wenn es ganz hoch geht, da ist irgendwas. Ich weiß noch nicht, was dieser weiße Pilz bringt. Ah, wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich noch gar nicht. Ah. So viel Leben, sehr schön. Nein. Wahrscheinlich soll ich hier noch nicht hin. Ey, der Pilz hat mich ja hochgenommen. So. Hatte ich das Shit schon gelesen? Achso, ja. Der hat mich auch verarscht, dieser Pilz. So.
Diesmal speichern. Ja, ich will dann an dieser Stelle wiederkommen. So. So. Genau, das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Das muss ich jetzt. Ah, fuck! Nein! Ich wollte noch nein drücken. Komm. Ich gehe nochmal sterben. Aber diesmal habe ich gut gespeichert. Komm, mach noch ein paar. So, ich löse mich einfach auf. Gut. Hochlade ich auch. Scheiße. So, ich will wissen, was er sagt, wenn ich sage nein. So. Du bist weiser als gedacht, als dein Alter. Jetzt geh nach Hause. Okay, man wird einfach weggeschickt. Gut, das heißt, hier habe ich noch nichts zu suchen. Ach, die grünen Stellen markieren einen Speicherort. Aber das heißt, hier unten. Wie muss es weitergehen? Ah, okay. Was zum... Oh. Okay. Ah, da... Dieser... Kackminenwerfer. Ach, da ist so ein Heiltrank. Du hast einen Zaubertrank gehalten. Euchan, verwende sie es, um etwas Leben wiederherzustellen. Okay. Und da war auch die Katze mit den leuchtenden Ohren. Okay, ich war schon mal da drunter, das heißt. Schleichangriff. Katze. Hab ich dich. Okay, dann müssen wir hier. Eine Feder. Auch eine Feuervogelfeder gefunden. Wenn du sie in deinem Inventar hast, kannst du sie in der Dunkelheit sehen. Okay. Wow, ich habe nicht erwartet, dass hier jemand wohnt. Du wirst nicht viele Leute in diesen Höhlen sehen, aber du sollst dich nicht wundern. Aber hier ist viele böse Diener von Gorovic. Stimmt, hier gibt es auch viele... Oh, kommst du denn aus dem Dorf? Das ist weit von dir. Hast du schon von dem Atem des Sabarok gehört? Und ich weiß, dass Sabarok der Gott des Windes ist. Deshalb könnte so ein Ding ihnen helfen, im Rand umdrehen, um den sicheren Ort zu reisen. Okay, ich habe nur jetzt Sabaroks Atem bekommen, warum auch immer. Wofür das auch immer ist. Benutzt das, wenn du dich verwirrst. Okay, benutzt das, wenn du dich verwirrst. Okay. Hm. Quatsch. Ach, kacke, diese Stacheln.
auch einfach. Ah, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier ist nochmal der Speicher. Also ich speichere jetzt jeden Fortschritt, den ich bekommen kann. Gut. Ich hatte eigentlich sogar schon gesehen. So, Frechheit. Hier gerade zu. Okay. Dann nochmal geradezu und dann. Hier soll es euch wohl einen Weg runtergeben. Ah. Ah, jetzt komme ich hier auch gleich weiter. Ey. Blaupilz. Der macht mir Sorgen. Oh, ein Amulett. Nicht Amulett, Armreif. Du hast den Armband von Makosch gefunden. Siehe die Seite des Schlüsselobjekts um für weitere Details. Okay, was kann ich damit machen? Tag des Schicksals und der Fruchtbarkeit. Okay. Bis ich das Göttin des Schicksals und der Fruchtbarkeit. Und was soll es mir jetzt bringen? Ah, eine Sphäre der Göttin der Morgenröte erhöht die maximal gesendete Schöpfung um ein HP. Passiv. Hier komme ich aber auch noch nicht weiter. Was das Armband nutzt, weiß ich immer noch nicht. Weiß ich jetzt auch nicht von der Beschreibung, dass sie die Göttin der Fruchtbarkeit und des Schicksals ist. Scheiße. Ah, okay, ich verstehe. Wo immer du jetzt auch hinfährst. Arschpilz. Scheiße. Habe ich vergessen zu springen? Oh, wie auch immer ich das gerade gemacht habe. Nee, ich muss den PC hinbringen. Scheiße, da. Komm ich hier nochmal irgendwie raus? Hm.